Am Wort ist Rainer Hable, Budgetsprecher der NEOS. Ja, das Budget 2017 im Bereich Landesverteidigung steht zur Debatte. Was ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist, dass das Bundesheer in den letzten Jahren ein Drittel seines Personals verloren hat. 60% der schweren Waffen sind verloren gegangen. Treibstoff musste rationiert werden. Munitionsmangel hat zu massiven Behinderungen der Ausbildung geführt. Größere Übungen waren eingeschränkt. Der Flugbetrieb musste stark reduziert werden. Nur eines von 10 Milizbataillonen ist einsatzbereit, weil schlichtweg die Ausrüstung fehlt. Zusammengefasst, 2015 ist das Bundesheer vor dem Kollaps gestanden. Grund dafür ein jahrelanges, geradezu jahrzehntelanges Ignorieren der sicherheitspolitischen Lage, ein völliges Versagen der Regierungen in der Sicherheitspolitik und erst dieses sicherheitspolitische Trauma des Jahres 2015 hat zu einem gewissen Umdenken geführt. 246 Millionen Euro mehr sollen es sein im Jahr 2017. Die Frage ist halt immer, wenn es mehr heißt, von welchem Ausgangsniveau. Und da sollten wir nicht vergessen, dass das Bundesheerbudget in den letzten Jahren eine Aneinanderreihung von Sparpaketen war. Überhaupt seit 1985, das heißt seit über 30 Jahren, stetig gesunken ist. Wir sollten nicht vergessen, dass das Bundesheer in den letzten 10 Jahren 2 Milliarden Euro einsparen musste, ein gesamtes Jahresbudget. Es gibt kein einziges Ressort, das solchen Sparvorgaben ausgesetzt gewesen ist. Und insgesamt, trotz dieser Trendwende, die es jetzt gibt, soll bis 2020, sofern diese Ankündigungen überhaupt umgesetzt werden, das Budget auf nur 0,68% des BIPs erhöht werden. Das ist noch unter dem Niveau von 2010, nur dass wir damit die Relationen auch richtig benennen. Und natürlich ist es weit entfernt von dem 1% Mindestmaß, das ja auch die Bundesheerreformkommission gefordert hat. Wir haben einen erheblichen Nachholbedarf bei Investitionen und in der Infrastruktur. Daher ist es natürlich sehr wichtig, dass zusätzliches Geld, das das Bundesheer bekommt, in diesem Bereich für Investitionen und Personalentwicklung auch aufgewendet und eingesetzt wird und nicht primär für Dienstleistungen anderer Ressorts. Da muss man dann allerdings auch diese zusätzlichen 246 fürs nächste Jahr relativieren, weil in Wahrheit gehen von diesen 246 nur 150 Millionen in Investitionen, Personal und Betrieb. Der Rest geht in Dienstleistungen für andere Ressorts. Da sind wir beim Thema, das auch von der Grünen Fraktion angesprochen worden ist, da sind wir beim Thema Botschaftsbewachung, offenbar jetzt eine Aufgabe des Bundesheeres. Ich frage mich, warum Soldaten es als Aufgabe haben, Botschaften zu bewachen. Das ist nur Ausdruck dessen, dass der Herr Verteidigungsminister am liebsten innenpolitisch tätig ist. Und deswegen diese Umorientierung. Dieses Geld fehlt allerdings dann in der Landesverteidigung, dieses Geld fehlt dem Bundesheer. Und so kann man zusammengefasst sagen, naja, Kollaps des Bundesheeres vorerst abgewendet, aber eine ernsthafte und nachhaltige Landesverteidigungspolitik, die schaut anders aus. Davon kann ich am Horizont leider noch nichts erkennen. Danke. Argumentiert Rainer Hable. Er ist nicht nur Budgetsprecher, sondern auch Sprecher für Landesverteidigung bei den NEOS.